Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Test von neuen Produkten hier für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Heute ist der 25.04. und es ist warm und ich habe mir hier auch einen Eistee in dieses ultraschöne Gläschen gemacht. Ist das nicht großartig? Habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren von meinem Freund zum Geburtstag bekommen. Das ist so ein Krug, wo man da halt auch was reinmachen kann, wenn man zum Beispiel im Sommer irgendwie Eiswürfel oder so da reinmacht oder irgendeine Bowle oder sowas und dann halt so, ne, mit wiederverwendbaren Strohhalm. Finde ich cool. Das steht auf jeden Fall jetzt hier bei mir und da drin ist der Pfanne-Eistee mit Himbeere und keine Ahnung, was das andere war. Keine Ahnung, Rosmarin oder so, den ich in der Degusta-Box drin hatte. Auf jeden Fall habe ich hier ein paar neue Produkte, um mal wieder auf den Punkt zu kommen, von Essence, also aus dieser High Beauty Limited Edition, dann aus der Bronzed This Way Limited Edition bzw. Trend Edition, dann von Revolution habe ich ein neues Produkt, mehrere neue Produkte. Und das möchte ich alles in meinem Gesicht heute ein bisschen mit euch zusammen testen. Es gibt auch eine Kleinigkeit zu verlosen, was das ist, zeige ich dir gleich. Und was du machen musst, steht in der Infobox. Genau, und jetzt starten wir einfach mal. Ich werde starten, das wird ein bisschen schneller laufen, indem ich quasi jetzt meine Base auftrage, weil die ist nicht neu. Das erste neue Produkt, was ich nun verwende, ist hier aus der High Beauty Limited Edition der Under Eye Brightening Concealer. Den würde ich tatsächlich eigentlich ganz gerne unter meinem Concealer verwenden. Der ist rosafarben und wird dann auch so ein bisschen die dunklen Augenschatten aufhellen. Rosé Beige ist die Farbe. Huch, jetzt bin ich in die Nase gedutscht. Ja, es ist halt ein Füßchenapplikator und der wird einfach, ja, der ist richtig, richtig rosa Aprikotfarben. Der kommt jetzt einfach mal, wie auch der Under Eye Corrector von Becca zum Beispiel, einfach unter meine Augen. Dann blende ich den jetzt mit einem Beauty-Schwämmchen ein. Ich finde, dass das schon einen leicht auffällenden Effekt unter den Augen gegeben hat. Ja, aber einen Concealer würde ich trotzdem drüber geben. Wenn ich das jetzt so im Alltag verwenden würde, würde ich das so lassen. Aber ich gebe mir nachher noch lieber einen Concealer drüber. Aber man sieht auf jeden Fall einen Unterschied zwischen beiden Augen, was ich cool finde. Ich nehme jetzt für die andere Seite das mal im Handrücken. Mal gucken, ob das reicht. Nein, das frisst der Beauty Blender einfach mal. Schön ausblenden, oder? Also ich verwende jetzt das Kameradisplay mal so ein bisschen als Spiegel. Deswegen gucke ich jetzt nicht die ganze Zeit in die Kamera, sondern dann auch in das Display. Das funktioniert ganz gut. Also es hat wirklich einen ganz, ganz, ganz leichten Effekt. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ultra-Wurm, sondern es ist einfach nur eine ganz leichte und natürliche Aufhellung. Ja. Und Pflege vielleicht auch. Also hier steht auch drauf, dass das quasi with Hemp Seed Oil, Moisturizing, Caring und Vegan. Deswegen ist es einfach wohl eher so eine etwas aufhellende Augenpflege, die man sich unter den Concealer gibt. Ich finde jetzt auch aus der Ferne sieht es einfach frisch aus, ne? Also meine ganze Base sieht jetzt auch sehr, sehr frisch aus, was mir gut gefällt. Ja. Jetzt mache ich mir einfach den Concealer drüber. Auch das alter Bekannter. Okay, wow. Ich finde, dass der Concealer jetzt auch sehr, sehr schön sich unter der unteren Augenpartie macht. Eben weil ich da jetzt diese Base mehr oder weniger drunter gegeben habe. Das hat einen schönen, verstärkenden Effekt gegeben. Das hat mir richtig gut gefallen. Muss ich wirklich, wirklich, wirklich mal betonen, dass das alles sehr, sehr schön gepflegt aussieht. Ich nicht das Gefühl habe, dass das Ganze jetzt auch recht schnell in die Fältchen rutschen wird oder so. Das gefällt mir. Ja, ich habe ein weiteres Produkt aus der High Beauty Reihe und zwar haben die auch ein Puder, was mich ein bisschen irritiert, denn es ist grün. Ja,
Der seidig weiche, transparente Kompaktpuder legt sich unsichtbar auf die Haut und sorgt sofort für ein mattes Finish. Der hellgrüne Puder passt sich perfekt allen Hauttönen an und hinterlässt ein transparent mattes Finish. Mit Hanfsamen und Marulaöl. Es ist grün. Grün ist eigentlich gar nicht so verkehrt, weil wenn man ja an diese ganze Color Correcting Geschichte denkt, ist es ja auch so ein bisschen Rötung ausgleichend. Du hast ja auch wirklich so ein Blatt mit abgedruckt, ne? Aber keine Sorge, es ist einfach nur ein Gag. Ja. Sieht auch grün auf dem Finger aus, fühlt sich aber angenehm an. Fühlt sich fast schon interessant, cremig an. Riecht ein bisschen chemisch, würde ich sagen. Da juckt mich gerade die Nase. Oh, so, genau. Dann trinken wir noch schnell einen Schluck Wasser, hier Gedöns. Und dann nehme ich mir einen Pinsel. Auch wieder einer von Essence aus irgendeiner Pinsel Limited Edition. Genau. Dann gehe ich zuallererst hier mal so mit dem Pinsel rein und setze den Concealer unter meinen Augen. Okay. Sieht schön aus. Sieht mattiert aus. Und sieht weich gezeichnet aus. Fahren wir fort. Hier unten habe ich einen Besucher, der möchte einfach nicht gehen. Der ist da, der leuchtet im Dunkeln und der feiert auch manchmal seine eigene Party. Der hat auch schon ein paar Gäste eingeladen, die sich hier befinden. Aber ich kriege sie einfach nicht rausgeschmissen. Ich finde nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Grünschleier oder sowas habe. Und ich finde auch nicht, dass es Puder weißelt. Ich finde, dass es richtig, richtig gut aussieht. Auf dieser Seite habe ich jetzt Puder aufgetragen, auf der Seite noch nicht. Ich finde, dass das Puder wirklich schön alles so ein bisschen weich gezeichnet hat. Ja, mattiert auch, aber es hat die Haut auch irgendwie optisch verbessert. Kommt wahrscheinlich wegen dem Grün, was da auch mit drin ist, ne? Das gefällt mir wirklich gut. Mag ich leiden. Das lässt alles irgendwie ebenmäßiger, harmonischer und ruhiger erscheinen. Falls die Lichtverhältnisse sich jetzt zwischendurch immer mal wieder verändern, ich habe neben mir ja ein Fenster und heute ist es wirklich so, dass die Sonne sich mit den Wolken abwechselt. Das ist die ganze Zeit schon so. Ich sitze hier auch im Top, es ist eigentlich voll warm draußen, aber es ist wirklich Sonne, Wolken, warm, kalt. Zieh dir eine Jacke über, zieh dir alles aus. Das ist echt verrückt. Aber es ist April, ne? Das typische Aprilwetter. Das Einzige, was uns fehlt, ist Regen. Wir brauchen unbedingt Regen. Als ich letztens im Garten war und da Unkraut gezupft habe, es war eine Wüste. Es ist echt nicht gut. Das ist auch für die Landwirtschaft nicht gut, wenn jetzt überhaupt keine Regenfälle fallen. Kein Regen fällt, genau. Ja, das ist ein Puder. Das Puder gefällt mir wirklich gut. Es macht ein schönes Hautergebnis. So muss ich wirklich an dieser Stelle loben und empfehlen. Aus der Bronzed This Way Trendedition habe ich hier den Matte Bronzer und den habe ich vor Lighter Skin 01 Catching the Sun. Denn, ja, ich muss ehrlich sein. Zu der Bronzed Trendedition hatte ich schon angefangen, ein Video zu drehen, habe aber mittendrin abgebrochen, weil ich fand es furchtbar. Und deswegen habe ich das ein oder andere Produkt schon ein bisschen getestet, aber ja, keine First Impression, vielleicht eher eine Second oder Third Impression hier in diesem Video. Aber trotzdem möchte ich das in diesem Fullface integrieren. Das ist ein riesengroßer Bronzer, wo die Farbe aber unheimlich schön ist, muss ich sagen. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Du hast hier dieses Leopardenmuster drauf, was ganz niedlich ist, was aber auch einen Effekt hat. Nämlich, dass du hier auch unterschiedliche Nuancen hast und die Farbe, die ja quasi dieses helle Bronzed ist, ist ja nicht das Endresultat. Dazu gibt es auch noch so einen Fächerpinsel. Und dieser Fächerpinsel ist einer von den Produkten, der sich auch in der Verlosung befindet. Also den habe ich hier nochmal original und neu verpackt. Kommt sehr, sehr dezent auf dem Finger raus. Und hat meiner Meinung nach auch ein leicht glänzendes Finish. Es ist nicht nur matt. Aber natürlich, ne? Also nicht jetzt irgendwie, dass du glitzerst oder so, sondern halt shiny. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So, hier habe ich den Ultra-Fächerpinsel. Ich finde es nach wie vor ungewohnt, damit zu arbeiten. Aber ich probiere es nochmal. Genau. Und dann fange ich hier so an. Und gebe mir den Bronzer auf. Ich habe beim ersten Mal gemerkt, dass es nicht nur so bei mir reicht. Ich muss das schon ordentlich machen, wie mit einem anderen Pinsel auch. Es ist ein witziges Gefühl. Das ist total... weil ich solche Pinsel normalerweise nicht verwende. Das ist wirklich ein witziges Gefühl. Aber es ist irgendwie cool.
Und so kriegt man vor allem den Bronzer auch schön ausgeblendet. Als ich den bei Cosmetic for Less auf der Homepage gesehen habe, hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass das so ein großer Pinsel ist. Also ich hatte den nicht so groß vermutet. Als ich den dann ausgepackt habe, war er dann doch größer als gedacht. Ja. Ja. Macht aber wirklich Spaß, damit zu arbeiten, weil es halt einfach mal was anderes ist. Und das macht irgendwie Freude. Ne? Das ist so, als würde man irgendwie so ein Kunstwerk malen. Und so fühlt man sich mit diesem Pinsel, wie so ein kleiner Künstler. Das ist ziemlich, ziemlich witzig. Deswegen, wenn man einfach mal ein bisschen Spaß haben will beim Schminken, ist es mal ganz interessant, sich einen neuen Pinsel zu nehmen. Etwas anderes als das, was man sonst immer so verwenden würde. Weil das irgendwie so ein witziges Gefühl macht. Ich finde das Ergebnis aber irgendwie witzig, ne? Also das ist witzig vor allem. Das sollte man jetzt nicht unbedingt in einem Make-up-Video sagen. Aber ich finde es gut. Ich muss mich aber tatsächlich an den Pinsel rantasten, weil ich finde so ein bisschen hier so zum Haaransatz und so zum Beispiel, ne? Das ist ein bisschen anders einfach vom Feeling her, als wenn ich meinen normalen Pinsel verwenden würde. Weil du hier doch sehr grob und großflächig arbeitest. Und da jetzt diese präzisen Stellen hier mitzubekommen, ist nicht so leicht. Witzig ist aber, was ich jetzt versuchen werde. Und zwar mache ich mir meistens immer so ein bisschen Bronzer hier so an die Nase. Gucken wir mal an, ob ich das hinkriege. Naja, punktuell arbeiten ist was anderes, ne? Ich habe so einen Pinsel im Gesicht. Man sollte nicht vorher sein Augen-Make-up machen, wenn man das macht. Läuft. Ja, den Bronzer finde ich aber cool von der Farbe her, also den kann ich vorbehaltlos empfehlen, den finde ich echt klasse. Bei dem Pinsel, ja, muss man gucken, ne? Also man muss sich rantasten. Ich werde dann noch ein paar Mal mit arbeiten, bevor ich dann Endresultat mir als Meinung bilden kann. Das nächste Produkt, was ich jetzt auch aus dieser Trend-Edition habe, ist auch in der Verlosung mit drin. Und hier habe ich den Baked Bronzy Blush in der Farbe 01 Giraffe Me Crazy. Genauso nochmal in der Verlosung. Das ist ein marmorierter Blush und er schimmert. Ich finde ihn ziemlich dunkel, also für helle Häutchen wie mich, schwierig, weil er halt wirklich eher golden ist. Das ist so ein Zwischending zwischen einem goldenen Highlighter und einem Blush. Da nehme ich mir einen Blushpinsel für. Und gebe mir den hier so hin. Und da kann man auch sehen, es ist nicht wirklich so, dass ich jetzt einen roten Blush hätte oder so, sondern es ist ein Schimmer, der so ein bisschen ins Orangene geht, ins Dunkel-Orangene. Er verbindet sich aber wundervoll mit dem Bronzer. Wäre jetzt aber kein Produkt, was ich mir jetzt nachkaufen würde, wenn ich es jetzt so getestet habe. Deswegen, ja, nice to have, aber kein Must-have. Betont die Wangen wirklich auf eine sehr natürliche und sehr sanfte Art und Weise. Sobald die Sonne drauf fällt, glänzt es richtig schön. Also das muss ich auch wirklich sagen, das sieht einfach sehr, sehr gesund nach peachigen Bäckchen aus, wenn man das so sagen kann. Ja, ist halt wirklich Bronzed This Way Trend Edition, das heißt eher bronzy als Apfelbäckchen. Das nächste Produkt ist ein Highlighter und das ist von I Heart Revolution der Highlighter mit der Erdbeere drauf. Tasty Strawberry. Zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn geholt habe, war leider der Peach noch nicht verfügbar. Sonst hätte ich mir den geholt. Aber jetzt habe ich die Erdbeere. Erdbeeren mag ich sowieso lieber als Pfirsiche. Und ja, das ist in so einer dicken Verpackung. Mag nicht jeder, ich finde es cool. Ich mag das ja gerne. Und hier ist er drin. Du hast die Erdbeere zweigeteilt. Hier oben ist es eher so ein Champagnerton. Enorme Pigmentierung, ne? Hier unten ist es ein Rosaton. Und in Kombination sieht es dann so aus. Also die Highlighter von Revolution, da müssen wir gar nicht, oder von I Heart Revolution müssen wir gar nicht groß drüber reden. Die sind einfach enorm. Das ist eine krasse Geschichte. Übelst heftig, wirklich geil. Ich stehe drauf, ich feiere das und ich weiß gar nicht, wie die sowas hinkriegen und warum nicht alle das machen. Also da, wow. Ne? Ich nehme jetzt einen Highlighter-Pinsel. Oh, muss aber abklopfen. Es wird trotzdem heftig werden, das wissen wir alle. Und dann gebe ich mir das hier so vorsichtig hin. Es geht nicht vorsichtig.
Ich habe noch so viel auf dem Pinsel. Das gebe ich mir auf die Nase, bevor ich das verblende noch. Weil es so viel Produkt ist, was der Pinsel aufgenommen hat. Aber ich wollte halt durch beide Farben durchgehen. Diese Strahlkraft, die hinter dem Highlighter steht, ist einfach bombastisch. Und das ist so schön. Also das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich den drauf mache. Ich liebe es. Ich liebe die Highlighter von I Heart Revolution. Das ist so krass. Und dann ist es noch eine Erdbeere. Der riecht ein bisschen nach künstlicher Erdbeere auch. Ich mag es auch gerne, tatsächlich viel Highlighter zu tragen. Deswegen ist es auch voll mein Ding. Und dieser Glow, ne, ist schon nass. Ja, da ist jemand vorbeigekommen und hat mir in einmal Wasser ins Gesicht geknallt, ja. Er hat meine Nasenspitze getroffen, meine Nase zwischen meinen Augenbrauen hat er mich auch getroffen. An den höchsten Stellen meines Gesichts, am Kinn, am Lippenherz. Er hat mich überall da getroffen, wo es hingehört. Ist das nicht wundervoll, wie meine Nasenspitze abgeht? Oha, da ist ein bisschen viel Goldanteil mit drin, würde ich mal so sagen. Egal. Aber wenn man nicht richtig heftigen Glow haben will, dann ist dieser Highlighter echt eine Empfehlung. Die Augenbrauen werde ich jetzt mit einem Augenbrauenstift machen, den ich schon hier habe. Das ist der Eyebrow Designer von Essence. Und auch das im Schnelldurchlauf. Mit dem Augenbrauenstift mache ich mir immer eher natürliche Augenbrauen, weil die Farbe halt auch einfach viel zu hell ist. Das ist die Farbe Blond und nicht Aschblond oder sowas. Es ist halt, ne, 04 Blond, das ist irgendwie viel zu hell für mich. Aber egal. Ist da, wird benutzt. Dann gab es jetzt aus der I Heart Revolution Edition Tasty Avocado, da habe ich dir auch einen Look mit der Palette zugeschminkt, das Clear Brow Gel Tasty Avocado. Ich konnte nicht Nein sagen und habe es mir mitbestellt bei Cosmetic for Less. Sieht auch echt hübsch aus. Wirklich, du hast da oben Avocados drin und dann hast du unten so eine Milchglasverpackung. Finde ich total niedlich. Ich weiß nicht, ob es auch nach Avocado riecht. Ich weiß es nicht. Es ist mit Avocadoöl. Das ist schon mal sehr cool. Also, das ist nicht nur, dass ein Avocado abgebildet ist, sondern auch drin ist. Nee, das riecht jetzt nicht nach irgendwas. Und damit, ja, werde ich mir einfach meine Augenbrauen etwas formen. Ja, es ist jetzt kein 24 Hours Brow Setter von Benefit, aber ich glaube, das ist uns allen klar. Es ist einfach ein Gel, was die Augenbrauen in Form bringt, in Form hält. Aber ich denke, dass wenn es antrocknet, dass es noch immer formbar bleiben wird. Das ist kein Produkt, was dir jetzt die Augenbrauen festtackern würde. Und das entfernt so ein bisschen die Augenbrauenfarbe, die ich vorher drauf gemacht habe. Das ist ein bisschen doof, weil jetzt habe ich sehr natürliche Augenbrauen. Hier ist die Farbe quasi weg. Naja, da müssen wir jetzt einfach mal mit leben. Jetzt werde ich meine Augenlider erst einmal primen und setten, weil in der Palette, die ich gleich verwenden werde, ist leider kein Ton zum Setten dabei. Machen wir jetzt mal weiter mit der Bronzed This Way Lidschattenpalette. See My Rawsome Eyes heißt die. Die hat diese 10 Töne und wenn man die zuallererst sieht, dann denkt man sich, von der Verpackung her samtig, von den Tönen her sehr, sehr, sehr erinnernd an diese Palette hier. Soft Glam Anastasia Beverly Hills mit diesen wundervollen Tönen. Aber Leute, wenn man die swatcht, man sieht doch einen sehr großen Unterschied. Denn Anastasia, butterig, schön pigmentiert, wundervoll. Ich liebe sie und die Bronze This Way ist sehr, sehr dezent. Beziehungsweise in den Swatches hat man noch immer so einen relativen Vergleich, aber ganz ehrlich, wenn man sie schminkt, ist es ganz, ganz anders. Ich mache jetzt erstmal hier die Swatches von der ersten Reihe. Da haben wir ja diese 5 Töne. Sehen im Swatch auch wirklich schön aus, sehen gut pigmentiert aus. Auf dem Auge sind sie leider, leider nicht so. Da sind die ganz, ganz anders.
Also sie wirken relativ gut pigmentiert beim Swatchen. Auch dieser ultra krasse Glitzerton, der damit bei ist und der auch irgendwie so ein bisschen an den von der Ho 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 Palette erinnern soll, darf, kann, wird, ich weiß es nicht. Ich muss aber leider sagen, dass diese Töne auf dem Auge bei weitem nicht so schön aussehen wie auf dem Swatch. Leider. Selbstverständlich habe ich diese Palette auch ein zweites Mal gekauft und dementsprechend gibt es auch diese Palette in der Verlosung zu gewinnen in diesem Video. Wir werden jetzt mal einen Look mit dieser Palette schminken. Ich denke, dass ich das jetzt ein bisschen dezenter halten werde. Als ich mich das erste Mal daran getraut habe, habe ich tatsächlich auch diesen Schimmerton verwendet. Der ist aber beim Abschminken fürchterlich. Ich hatte 2 Tage später noch weiterhin Glitzerpartikel im Gesicht und das fand ich nicht cool. Das fand ich gar nicht cool. Sowas mag ich nicht. Ich finde, wenn ich mich abschminke und danach sogar auch duschen gehe, dann sollte alles bei meinem Gesicht runter sein, was ich vorher drauf geknallt habe. Das ist leider mit diesem Schimmerton nicht gegeben und das finde ich etwas nervig. Ja, die Konsistenz ist sehr interessant. Du hast da auch irgendwie ein Öl mit drin. Er funkelt und schimmert in allen möglichen Tönen. Also das ist irgendwie ganz cool. Aber ich finde ihn auch einfach als Glitzertopper schon so ein Stück weit zu dunkel. Das ist halt auch ein Problem. Achso, ich habe mir eben übrigens was übergezogen, weil ich musste kurz Sammy rauslassen und es ist draußen auf einmal echt kälter geworden. Keine Ahnung. Aprilwetter. Ja, und jetzt werden wir mal versuchen, mit dieser Palette einen schönen Look zu schminken. Wir haben ja eben schon die Lider gesettet und ich werde jetzt einfach mal erstmal versuchen, so einen 3-Farben-Look zu machen. Also eine matte Farbe nach innen, eine matte Farbe nach außen und eine schimmernde Farbe in die Mitte. Dafür nehme ich mir jetzt hier mal so einen Shader-Brush, so heißen die ja, glaube ich. Das sind ja diese ganz normalen Lidschattenpinsel und nehme mir das Orange auf. Der Pinsel greift die Farbe auch schön. Den setze ich mir hier so in den Innenwinkel und ziehe den so ein bisschen hoch, wie so eine Art Cut-Crease schon. Ich habe gemerkt, dass wenn ich einen fluffigeren Pinsel dafür verwende, dass die Farbe leider nicht so aufs Auge kommt. Den Pinsel klopfe ich übrigens nicht ab, weil ich Angst habe, dass ansonsten zu viel Pigment verloren geht und die Farbe einfach gänzlich verschwindet. Wir sehen direkt, dass sich hier unten so ein bisschen Fallout bildet. Das versuche ich, nein, damit geht es nicht, mit dem Setting-Pinsel jetzt mal wegzuwischen. Ich habe den Pinsel jetzt in dem Handtuch neben mir sauber gemacht und gehe jetzt damit in diesen rosafarbenen Ton. Den setze ich mir so nach außen, tupfe den mehr auf, als dass ich ihn blende oder streiche oder sonst irgendwas, weil der dadurch einfach schnell verschwinden würde. Und ziehe das dann ein bisschen hoch. Dadurch, dass ich nicht abklopfe, habe ich natürlich dann auch ein bisschen Fallout, ein bisschen Krümelei dabei. Das nehme ich aber in Kauf. Dann blende ich das hier oben in das Orange mit rein. Und auch hier die Mitte wird verbunden. Das heißt, der Schimmerton, der nachher kommt, kommt dann als Topper da drüber. Ich möchte einfach gerne diesen Farbverlauf haben von dem Orange in das Rosa. Und die Kanten möchte ich natürlich gleich noch ein bisschen verblenden, weil so sehe mir das auch viel zu hart aus. Zum Verblenden gehe ich in diesen Gelbton hier oben, der sehr, sehr ähnlich ist zu dem anderen Gelbton, obwohl der ein bisschen dunkler ist und auch ein bisschen mehr ins Orange geht. Gehe ich vorsichtig mit einem Blendepinsel rein und klopfe ihn tatsächlich auch ab und werde dann ganz vorsichtig hier oben die Kanten verblenden. Ich möchte nicht, dass man den Ton groß sieht. Ich möchte einfach nur, dass die Kanten etwas softer werden. Die Farben lassen sich auch recht gut verblenden. Das Problem ist, wenn man zu doll dann verblendet, dann sind die Farben weg. Das heißt, ich werde es auch wirklich nur so soft lassen und nicht noch weiter ausblenden. Also ja, weil ansonsten wäre die Farbe dann irgendwann verschwunden und das wäre schade drum, finde ich. Wenn das soweit getan ist, nehme ich mir wieder diesen Shader Brush, den ich mir auch gerade sauber gemacht habe am Handtuch, gehe in dieses Gold rein und gebe mir das auf mein bewegliches Lid. Jedenfalls wäre das der Plan. Es geht aber mit dem Pinsel einfach null. Das Problem hatte ich beim letzten Mal auch schon. Das geht leider nicht. Gut, dann versuche ich das mit dem Finger. Damit geht das. Ich setze mir den nur ganz vorsichtig auf. Ich möchte gar nicht, dass man den allzu krass sieht.
tupfe den auch ein bisschen nach außen hin, ein bisschen nach innen hin, ein bisschen nach oben hin, dass man den halt auch so ganz zart dann sieht. Ein kleines bisschen baue ich mir das auf, dass es so ein bisschen aussieht wie so ein bisschen wie ein kleiner Sonnenuntergang auf dem Auge. Auch das Glitzer macht hier ein bisschen Fallout unter dem Auge, was sich leider nur schwer wegwischen lässt. Was ich aber gerade mal positiv anmerken möchte, ist, dass mein unterer Augenbereich hier super schön aussieht durch diese Concealer- und Base-Geschichte. Mit dem Blendepinsel von eben gehe ich jetzt hier in diesen Taubton und gebe mir das an den unteren Wimpernkranz. Das mache ich so als Basis. Sieht dann so ein bisschen aus wie Erde, keine Ahnung, wir haben ja einen Sonnenuntergang. Ich blende das dann auch ein ganz bisschen nach oben hin aus und die Palette krümelt, Leute. Das ist echt nicht mehr feierlich. Dann habe ich ja von meinem Augenbrauen-Spoolie-Pinsel noch die andere Seite, die ich jetzt verwenden werde. Und da gehe ich dann in diesen dunklen Schimmerton und gebe mir den so ein bisschen nach außen hin. Ein bisschen. Presse den richtig nah an meinen unteren Wimpernkranz. So schaut dann der Augenlook mit der Palette aus. Was soll ich sagen? Jetzt im zweiten Anlauf und dadurch, dass ich so einen Look geschminkt habe, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ja, mir fehlt hier eine Farbe drin, wo ich jetzt ein Inner Corner Highlight setzen könnte. Dafür werde ich jetzt den Strawberry Highlighter nehmen, den ich ja auch neu habe. Aber ja, ne, ich würde sie jetzt nicht nochmal kaufen. Nein. Für das Inner Corner Highlight nehme ich mir einen Point Brush und gehe dann in das Gold von dem Highlighter, von der Erdbeere, klopfe aber ein bisschen ab, weil wir wissen ja, dass es abgehen wird. Und der kommt dann in den Innenwinkel. Und der Rest, der dann noch auf dem Pinsel drauf ist, kommt ein bisschen unter die Augenbraue. Das mag ich. Als Fixing Spray habe ich wieder etwas aus der High Beauty Trend Edition. Und das ist mit hydratisierendem Hanfkomplex, revitalisierend, pflegend und vegan. Und es soll mattierend sein. Ich glaube nicht, dass er dieses Glow-Gedöns noch mattieren kann, Leute. Nein. Oh, der Sprühstrahl ist sehr breit. Sieht sehr gut aus. Und der Duft ist toll. Das gefällt mir gerade. Super angenehm. Wirklich schön. Ein schöner Sprühstrahl. Das gefällt mir. Boah, klasse. Das arbeite ich kurz mit meinem Beauty-Schwämmchen dann über mein Gesicht ein, damit sich nun die pudrigen und die cremigen Texturen und die Haut und alles, was hier so auf meinem Gesicht drauf ist, vermischen können. Ich sehe immer noch sehr viel Glow in meinem Gesicht, aber das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich mag es, wenn ich viel Glow habe. Übrigens kann ich das jetzt auch mal wieder ausziehen. Ja, es wird wärmer. Als nächstes verwende ich einen Eyeliner. Ist jetzt nicht symmetrisch, aber passt schon, ne? Dazu gehört auch ein Eyeliner zu dem Look. Oh, das mag ich so gerne. Nun brauchen wir etwas Mascara, um den Augen ein bisschen Ausdruck zu verleihen. Auch da gibt es in der High Beauty Limited Edition die Mascara. Die ist vegan, pflegende und stärkende Volumenmascara mit organischem Hanfsamenöl und Pflanzenwachsen. Pflegende und stärkende Volumenmascara mit organischem Hanfsamenöl und Pflanzenwachsen. So nämlich. Ja, so sieht das Bürstchen aus. Es ist ein Kunsthaarbürstchen. Ich finde, dass die Mascara jetzt am Bürstchen relativ bröckelig aussieht. Also nicht unbedingt mein Favorit von dem, wie es so aussieht. Aber es muss erstmal aufs Auge, Leute. Es riecht wie eine Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich würde sagen, dass die Mascara Volumen macht, ja. Länge würde ich nicht unterschreiben, nein. Also da habe ich Mascaren, die meine Wimpern deutlich länger wirken lassen. Von der Pflege her kann ich natürlich nichts sagen. Sie hat sich super leicht beim Auftrag angefühlt. Man musste fast schon aufpassen, dass man sich nicht aus Versehen ins Auge piekst oder so. Alltagsmascara ja, Ausgehmascara nein. Ja, und jetzt sind wir schon beim letzten Produkt angelangt. Und zwar habe ich hier von iHeartRevolution aus dieser
ich weiß nicht, Früchte Limited Edition, keine Ahnung, Tasty Peach, das Peachy Keen Lip Oil, das ist ein Lippenöl, wie der Name schon sagt, Softly Tinted Peach Scented Lip Oil. Und ich denke, dass es ganz gut zum Look passen wird. Hübsch. Ja, und hier sehen wir dann niedliche kleine Pfirsiche drauf. Erinnert mich auch so ein bisschen an mein Avon Lippenöl, was ich auch gerne verwende, mit einem kleinen Mini-Applikator. Riecht nach Pfirsich. Das riecht wirklich gut nach Pfirsich. Und das kommt auf die Lippen. Naja, also tinted? Ich finde nicht, dass es irgendeine Farbe hat. Es ist einfach nur ein Lippenöl, was einfach da ist. Ich würde es einfach als ganz reguläre Lippenpflege beschreiben. Was ich persönlich auch nicht schlimm finde, ganz im Gegenteil. Ich finde es ganz gut, wenn ich ein Lippenöl habe, was ich mir einfach so drauf machen kann. Und wo ich keine Rücksicht auf Verluste nehmen muss, dass ich mal irgendwie daneben male oder so. Deswegen, Leute, das ist jetzt der fertige Look. Ich finde, das ist sehr schön sommerlich geworden. Ich mag dieses Sonnenaufgang-Style-mäßige. Möchte euch aber trotzdem mit auf den Weg geben, dass diese Palette wirklich etwas schwieriger ist. Und ja, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Swatches sagen nicht immer alles über die Palette aus, als das, was du nachher aufs Auge bringst, weil das Problem ist, dass du diese schimmernden Töne wirklich nur mit den Fingern auftragen kannst. Das heißt, du kannst da nicht so gezielt mitarbeiten wie mit einem Pinsel. Auch angesprüht habe ich das schon probiert. Schwierig. Ne, da wirklich schwierig. Da kann man wirklich dann eher nur solche Looks mit schminken, wo du dir das hier so ein bisschen aufs Zentrum machst. Was ich in der Palette auch sehr vermisse, ist irgendein dunkler Ton, ein dunkler, matter Ton, den ich mir außen zum Verdunkeln aufgeben könnte. Oder in meine Lidfalte, weil du kannst die Farben ja nicht wirklich blenden. Und dadurch, dass du dann ja irgendwie anders arbeiten musst, ist das schwierig, vor allem mit Schlupflidern. Trotzdem finde ich, dass der Look ganz schön solide geworden ist. Ich fühle mich wohl damit und werde damit gleich noch ein paar Videos drehen und ja, den Tag halt auch damit verbringen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!